In der Welt von One Piece befindet sich Ruffy mit seiner Crew in einer absolut heiklen Situation. Aktuell wirkt alles noch relativ erfolgsaussichtsreich, gerade durch Ruffys Gear 5. Aber es benötigt nur einen kleinen Shift, um eine mögliche Niederlage zur Folge zu haben. Heute sprechen wir über Ruffys großes Problem, welches zum Teil auch vom Gear 5 selber ausgehen wird. Und falls ihr keine News und Spoiler zu One Piece verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Kanal abonnieren, Daumen nach oben wäre korrekt. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Leute, ich denke, wir sind uns alle einig, Gear 5 ist absolut Peak und wir alle freuen uns natürlich, wenn Ruffy immer im Gear 5 hantiert und gegen seine Gegner kämpft. Aber genauso gut hat das Gear 5, so dürfen wir mittlerweile beobachten, auch die ein oder anderen Schwachstellen. Und diese Schwachstellen, die können sich natürlich auch zu einem enormen Problem für Ruffy entwickeln, denn es gibt nicht nur eine Schwachstelle, sondern gleich mehrere und die gehen wir nun mal gemeinsam durch. Und ja, der erste, etwas offensichtlichere Punkt ist natürlich die Tatsache, dass das Gear 5 auslaufen kann. Das bedeutet, Ruffys Durability hinsichtlich seines Gear 5s, also das Gear 5 aufrechtzuerhalten, ist immer mit einem zeitlichen Risiko belegt. Und da ist natürlich die Frage, müsste Ruffy das mittlerweile nicht auch schon wissen und mit einkalkulieren? Das bedeutet, nicht nur die Gorosei haben aktuell eine 10-Minuten-Challenge. Ruffy theoretisch hat selber ebenfalls eine zeitliche Challenge. Denn ich persönlich muss sagen, Ruffy ist jetzt schon des Öfteren im Gear 5 gewesen und muss eigentlich mittlerweile ungefähr abschätzen können, wie lange er diese Form aufrechterhalten kann. Natürlich muss ich dahingehend zum Schutze von Ruffy sagen, ey, er ist damals gegen Kaido ebenfalls einfach so wieder in das Gear 5 reingegangen, als es sehr heikel wurde und Ruffys Gear 5 ausgelaufen ist. Es hat kein Panel gedauert, ist Ruffy wieder ins Gear 5 reingegangen. Das heißt, Ruffy kann sich da eventuell sogar noch die ein oder andere Flexibilität erlauben. Und mich persönlich stört es ein bisschen und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine mit meiner Meinung, wenn es darum geht, dass immer das Auslaufen des Gear 5 herhalten muss, damit Ruffy hier einen Kampf gerade eben nicht gewinnen kann. Denn eigentlich ist Ruffy natürlich, was das anbelangt, gerade wenn es jetzt auch um seine Freunde geht, um die Sicherheit seiner Crew etc. angeht, da ist er kampfintelligenztechnisch eigentlich immer sehr weit vorne. Aber gerade das Gear 5 scheint mit Ruffy etwas zu machen, dass er natürlich irgendwo in dieses Leichtsinnige reinkommt. Wir wissen, er ist als Joy Boy dann dementsprechend im Gear 5 der freiste Mensch der Welt. Das ist natürlich so etwas, als wäre Ruffy irgendwie auf einem Trip. Aber genau das könnte zu einem großen Nachteil werden. Denn das haben wir auch auf Egghead Island sehen können. Ruffy im Gear 5 ist nun mal etwas zu locker. Das bedeutet, diese Nebeneffekte, dass Ruffy der freiste Mensch der Welt ist, so vielleicht sogar ein bisschen high ist, ja, irgendwie drauf ist, ja, das ist etwas, was sich zu einem Nachteil entwickeln kann. Denn wenn wir uns einfach mal Egghead Island anschauen, dann sind natürlich in Anwesenheit von Ruffy, wo dann auch Gegner anwesend gewesen sind, Freunde von ihm verletzt wurden. Die jüngsten Beispiele, zum Beispiel Kizaru, der Vegapunk, trotz dass Ruffy und Sanji am Start gewesen sind, dass er ihn dennoch durchlöchern und somit augenscheinlich killen konnte. Davor zum Beispiel auch Sentomaru, der durch Rob Lucky hier angegriffen wurde, obwohl Ruffy hier im Gear 5 anwesend gewesen ist. Das sind eigentlich Situationen, die man definitiv vermeiden könnte. Sowas würde Ruffy normalerweise aufhalten können und hätte er auch aufhalten können, wenn Ruffy vermutlich ein wenig fokussierter gewesen ist. Und da ist das große Problem. Eine einzige kleine Unaufmerksamkeit von Ruffy könnte hier eine Niederlage bedeuten. Ein einziges Lachen zu viel, ein einziges Mal nicht aufpassen könnte ebenfalls hier den ganzen Twist um 180 Grad bedeuten. Also das ist schon ein großes Problem für Ruffy und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht noch ein Prozess ist, das Gear 5 zu 100% zu beherrschen. Denn klar, das ist auf der einen Seite vielleicht für Ruffy etc. lustig, er fühlt sich frei und so weiter. Aber diese Unaufmerksamkeit, die daraus resultiert hinsichtlich seiner Surroundings, könnte natürlich sehr gefährlich werden. Nicht nur für Ruffy, aber natürlich dann auch für seine Freunde. Denn eine Sache ist super selten im Gear 5 und da hatten wir bisher nur zwei aussagekräftige Panels, ja, nämlich wenn Ruffy im Gear 5 ist, dass er eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legt und nicht nur rumtrollt etc. Das ist ein Verhältnis zu gefühlt 99% zu 1%
Ernsthaftigkeit. Und diese Ernsthaftigkeiten, die hatten wir einerseits, als Ruffy Saturn und Kizaru gegrabt hat und gesagt hat, yo, ich lasse euch hier nicht entkommen. Und natürlich bei seinem finalen Angriff gegen Kaido. In keinem anderen Gear 5 Panel großartig haben wir Ruffy ernsthaft gesehen oder sehr konzentriert gesehen, wie er einen Kampf bestreitet und so weiter. Die Kämpfe von Ruffy im Gear 5, die waren stets mit Lachen, Trollen, Toon Force und so weiter gedeckt. Und ja, mir ist natürlich bewusst, dass das ein Hauptbestandteil dieser Fähigkeit ist. Aber wenn Ruffy im Gear 5 in diese Ernsthaftigkeit reingeht, dann ist Ruffy natürlich viel, viel, viel stärker. Weil er dann natürlich die Gegner ernst nimmt, versucht dann natürlich auch ernsten Damage-Output hier zu vollziehen. Und da muss Ruffy, finde ich persönlich, wieder hin. Und ich persönlich glaube, das wird das, wo Ruffy sein Gear 5 wirklich perfekt meistern könnte, indem er natürlich diese Ernsthaftigkeit eines Tages wirklich zum Laufen bringt, dass er darauf zurückgreifen kann und selbstverständlich trotzdem nebenbei irgendwo lustig und der freiste Mann der Welt sein kann. Denn das große Potenzial von Gear 5, ich persönlich glaube, wir kratzen da wirklich nur an der Oberfläche. Denn wenn Ruffy tatsächlich alles machen kann, was seine Vorstellungskraft hier bietet, dann denke ich, Leute, sind wir noch ganz am Anfang. Das heißt, da können noch ganz, ganz große Fähigkeiten und Kräfte auf uns zukommen. Denn ich persönlich glaube, das alles ist halt wirklich nur eine Frage der Zeit. Denn wir haben Ruffy noch nicht einmal wirklich in dieser absolut brenzligen Situation gesehen. Klar, gegen Kaido, da ist Ruffy vorher schon gestorben. Aber das war jetzt so diese erste Gear 5 Erfahrung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Info für Ruffy kriegen, hey, Nico Robin wurde zum Beispiel gecatcht oder sonstiges, dann dürfte es, glaube ich, mal sehr interessant sein, wie Ruffy im Gear 5 agiert. Weil dann müsste er eigentlich direkt in diesen ernsten Modus übergehen, weil natürlich einer seiner Freundin Gefahr ist. Und wenn wir uns One Piece retroperspektivisch anschauen, dann ist das eigentlich immer so dieser springende Punkt, wo Ruffy shiftet. Naja, am wichtigsten wird eigentlich für Ruffy sein, dass er sein Limit im Groben und Ganzen vorausahnt, dass er das abschätzt, damit er natürlich hier nicht absolut ins Fettnäpfchen tritt. Denn Ruffy wird das Gear 5 definitiv gegen die 5 Weisen brauchen. Und zeitgleich, gerade wenn es um die 5 Weisen geht, dürfen wir eine wichtige Tatsache nicht vergessen. Die 5 Weisen sind nicht nur über Jahrhunderte alt, vermutlich Jahrtausend alt. Die 5 Weisen haben bereits vor über 900 Jahren schon einmal gegen einen Joyboy gekämpft und, Leute, auch gegen einen Joyboy damals gewonnen. Das bedeutet, die 5 Weisen wissen vermutlich schon ganz genau aus ihrer Erfahrung mit dem damaligen Joyboy, wie sie so einen Kampf anzugehen haben. Deswegen hat Saturn vermutlich auch nicht groß gezögert, die restlichen der 5 Weisen hier zu beschwören. Und das ist eine große Gefahr, die Ruffy definitiv irgendwie in Erfahrung bringen muss. Und das Wichtige hierbei ist ja, Ruffy hat ja selbst schon die Frage gestellt, was hat es mit diesem Nika auf sich? Wer ist das? Er hat ja die Riesen gefragt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Thematik hier auch noch interessant werden wird. Und wenn es damals nötig gewesen ist, dass es neben den 5 Weisen auch noch einen Imo benötigt hat, hier gegen Joyboy zu gewinnen, dann ist es für mich absolut nicht abwegig, dass Imo hier vielleicht auch noch am Ende auftauchen wird. Denn wer von uns hätte damit rechnen können, dass alle Gorosei hier auftauchen? Denn wenn jetzt hier mit der einen Sache von Vegapunk die komplette Vertrauenswürdigkeit der Weltregierung ins absolute Bodenlose stürzt, dass enthüllt wird, dass es einen geheimen König auf dem leeren Thron gibt, der Imo ist, und die 5 Weisen jetzt aktuell in ihrer Konstellation hier nicht wirklich weiterkommen, dann, Leute, könnte es noch richtig düster werden, wenn Imo sich vielleicht auch noch hierhin traut. Aber ihr merkt, es sind natürlich einige Probleme, die aufeinander aufbauen und immer größer werden könnten. Deswegen bin ich gespannt, wie Ruffy seine großen Problematiken, was jetzt das Gear 5 angeht, hier angeht. Denn diese dürfen wir auf gar keinen Fall hier einfach unter den Teppich kehren. Ich bin gespannt, wie Oda das Ganze handeln wird. Und nun seid ihr gefragt, wie seht ihr die ganze Situation mit dem Gear 5? Das Auslaufen, dass Ruffy hier wirklich absolut fast schon high ist. Dann natürlich die Tatsache, dass die große Erfahrung in einem Kampf gegen einen Joyboy haben. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre super korrekt von euch. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch allen noch was. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein. Ciao und tschüss.